Die kann ich theoretisch mal da reinschicken. In der Hoffnung, dass sie sinnvoll rumrennen. Nicht so wie der eine. Ich meine, was es in diesem Spiel auf jeden Fall gab, war die General KI, die tatsächlich eigentlich, wenn du dir eine Einheit zugewiesen hast, selbstständig über die Karte laufen sollte. Was sie aber leider nicht tut, aus dem Grund, dass sie das nicht kann. Aus irgendeinem Grund haben sie das in der HD Edition deaktiviert. Ich glaube, ich werde jetzt doch noch eine Raffinerie bauen, um sie da oben hinzustellen. Das dauert mir zu ewig. Energie aus. Ich wollte heute nicht nämlich auch mehr als ein einziges Level machen. Und ich glaube, ihr wolltet auch mehr als ein einziges Level sehen. Wäre schon schön zu wissen, wie viele HP oder sonst sie vorher haben, aber das kann dieses Spiel nicht. All die Sachen, die ein modernes Spiel sinnvoll machen, Informationen, kann dieses Spiel einfach nicht. Dann scouten wir einfach mal eine Runde. Wir müssen ja sowieso noch wissen, wie Gegner sind, von daher. Da war ein Gegner. Wow. Gut. Die müssen wir wahrscheinlich auch noch töten, das macht natürlich am meisten Spaß. Moderne Spielinformationen sinnvoll machen. Hast du das letzte Siedler gesehen? Würgegeräusch. Ja, ich hab's gesehen. Zwar bevor sie es danach nochmal verbessert haben, aber ich hab's gesehen. Meiner Meinung nach wäre das, was sie da produziert haben, also zum Schluss rausgekommen ist, einer Beta würdig. Höchstens. Vorausgesetzt sind keine Fehler drin und so ein Quatsch. Aber das, was sie jetzt endlich verkaufen wollen, ist keinem Spiel würdig. Ja, ich brauche doch nur noch ein bisschen Geld, dann kriege ich eine Raffinerie. Produktion abgeschlossen. Können wir den wieder anmachen. Oh, ich habe mal wieder hier produziert. Noch besser. Produktion abgeschlossen. Habe ich es übernommen? Nein. Sind die Leute verpufft? Wahrscheinlich. Ich hätte darauf achten können. Ach, verdammt. Du bist doch ein Fahrzeugfabrik. Ja. Kann ich irgendwas Sinnvolles mit dir tun? Ja, ich kann die ED-Panzer bauen. Das ist der Transporter, das ist der Kampfpanzer. Ach, ich kann den Laser-Raketenkombi leider nicht bauen. Aber ich kann deren kleinen Raketenfahrzeug kaufen, bauen. Der ist günstiger. Produktion begonnen. Energie aus, ich baue mal einen. Du hast 400 HP. Okay.
Du hast zum Beispiel nur 80 HP. Okay. Im Moment hast du, glaube ich, sogar 83 von 80 HP. Weil das Ding nicht bis voll, sondern nur in Schritten reparieren kann. Das ist super geil. So, du hast 200 HP, okay. Deswegen gehst du auch so schnell kaputt, das macht Sinn. Dann lohnt es sich tatsächlich doch eher, die etwas teureren Dinger zu bauen, weil die halten doppelt so lange aus. So, du legst da bitte die Sachen da schon ab. Du bitte auch. Auch. Sind jetzt ein paar Fieder, aber so kommt zumindest keine Langeweile auf. Und ich sehe gerade, der andere ist jetzt gerade wieder auf dem Weg in die falsche Richtung, kommt da. Und die haben zum Beispiel nur 20 HP, also. Aber sie sind halt unerlässlich dafür, dass man Feuer erobern kann. Wer hätte das erwartet bei Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Jetzt habe ich es eingenommen. Gebäude verlassen, Gebäude verlassen, Gebäude verlassen. Einheit wartet. Sammeln wir mal wieder ein paar. Produktion begonnen. Und bei der Gelegenheit sollte ich auch wieder die Produktion von den Einheiten aufnehmen. Haha. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum kommt da nichts, warum kommt da nichts? Ich habe doch genügend Geld, oder? Produktion offensichtlich abgeschlossen. Nicht. Also, Geld hatte ich schon, aber Intellekt hatte ich nicht. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. So. Wenn ich jetzt wüsste, ob ich hier oben rum oder hier unten rum müsste. Ich werde jetzt gleich einfach hier oben mal gucken. Bei 21,50 ist das auch schön, du tust halt nicht Ressourcen produzieren, um Einheiten zu erzeugen, sondern du musst mit deinen Ressourcen so weit managen, dass du dein Endziel erreichst, weil das ist eine entsprechende Menge Ressourcen zusammensammeln und du musst deine Einheiten dazu bauen, also mit den gleichen Ressourcen. Das heißt, du kannst entweder dich dazu entscheiden, eine lange Kampagne zu machen. Und halt sehr langsam nur Ressourcen zu deinem Endziel hinzufügen. Oder aber du ballerst halt gleich alles rein und hast eine sehr kurze Kampagne. Aber eventuell eine zu kurze, weil du keine Einheiten hast, um die Kampagne fortzusetzen. Fand ich auch ein interessantes Motto. Also, was heißt Motto? Eine interessante Variante, Dinge zu tun. Produktion abgeschlossen. Ja. Warten wir nochmal einen Moment, bis die restlichen Einheiten sich da oben zusammengesammelt haben. Jetzt lasse ich hier unten nochmal einfach Einheiten zusammensammeln, beziehungsweise den hier schicke ich mit hoch. Aber auf den warte ich jetzt nicht mehr, sondern nur noch auf die beiden, die hier unten gerade rumrennen. Produktion abgeschlossen. So, die beiden bitte. Ihr seid die neue Gruppe 1.
Produktion abgeschlossen. Du hast dich nicht gewehrt, du warst ein guter Gegner. Und da hat es mir meine Dingseinheit kaputt gemacht. Meine ausgeliehene Einheit. Ich habe das Gefühl, hier liegen Minen rum. Ah, verdammt, den einen wollte ich noch retten. Deswegen nicht die leichten Raketenwerfer, sondern die von uns. Produktion abgeschlossen. So. Da ist der Reparaturhansel. Walte deines Amtes. Voll. Produktion abgeschlossen. Bereit. Du bist voll. Dich habe ich gerade repariert. Ich vermute, ja, du bist voll. Der Rest ist auch voll. Okay. Produktion abgeschlossen. Mal ganz blöde Frage. Gibt es eigentlich aktuell ein gutes RTS-Game, also CNC-Stil, aber halt so krampfig wie CNC 4, nicht so krampfig wie CNC 4, halt mal was Gutes oder gibt es da was Aktuelles? Lass mich kurz überlegen. Mir wurde Samstag Beyond All Reasons, also BAR, empfohlen. Das soll in die Total Annihilation Richtung gehen, was ja auch eigentlich ein gutes RTS ist. Und ich glaube, das würde ich jetzt einfach mal weiterempfehlen, ohne es selber gespielt zu haben. Abgeschlossen. Weil die Person, die es mir empfohlen hat, weiß ich, dass sie eigentlich keine schlechten Spiele spielt. Also in meinen Augen schlecht. Abgeschlossen. Ja, auch? Okay. Ja, mir wurde es auch empfohlen. Dann haben wir zumindest mit der Einheit hier weg. Abgeschlossen. Und gehen wieder reparieren. Puh, ich dachte, kurz im Moment, die Mine wäre auch leer. Aber nein, sie ist einfach nur überfordert von der Menge Anfragen, die sie da abfertigen muss. Produktion abgeschlossen. Das habe ich woanders, übers Wochenende auch gesehen und wurde empfohlen. Aber dass das auch bei dir angekommen ist, dann ja, drück mal den Download-Knopf. was heißt auch bei mir angekommen. Ich habe es auch schon vorher gekannt, aber ich habe es tatsächlich wieder aus den Augen verloren gehabt. Also das, was der Arm da macht, sieht eigentlich anders aus als reparieren. Bei weitem anders. Aber ich will jetzt mal nicht so sein und keine seltsamen Gedanken dabei machen. So hat man halt früher repariert. Produktion abgeschlossen. Und ja, dass du und auch andere Streamer und YouTuber gucken, ist auch vollkommen in Ordnung. Und dass ihr andere Quellen habt, ich meine, ich bin hier nicht der einzige Fisch im Teich, also von daher. Ich habe da auch überhaupt keinen Stress mit. Ich gucke ja auch andere Streamer und YouTuber und so. Abgeschlossen. So.
laufen wir mal darüber. Ja, aber Toss und so, Etikette, Böp und bla, ich weiß. Produktion abgeschlossen. Alles gut. In meinem Stream darf man gerne auch andere Streamer erwähnen, solange man dabei höflich ist und man nicht sagt, hey, der spielt gerade das und das, kommt doch alle damit. Das wäre dann tatsächlich Toss und Etikette und so weiter. So. Räumen wir mal die Leute hier weg. Falls da noch welche stehen, ich hoffe nicht. Das sieht nach lauter Kleinvieh aus. Also nichts von dem großen Zeug, das finde ich gut. Worauf schießt du da? Will ich's wissen? Türmchen. Abgeschlossen. Das ist ein kleines Türmchen. Ziehen wir sie mal mit raus. Verdammt, den wollte ich gerade retten. Gut. Zeit zur Reparatur. Produktion abgeschlossen. Und viel Verstärkung. Und die kann ich mal hier hinstellen. Produktion abgeschlossen. So. Hinterhofreparaturen. Hinterhofreparaturen. Habe ich Türen gesagt? Ich weiß es gerade nicht. Produktion abgeschlossen. Achso, ja. Schubst den halt weg. Produktion abgeschlossen. So chillig diese Musik ist, so anders sind die anderen Tracks, die sie hier eingebaut haben. Abgeschlossen. Nochmal eine Runde verstärken und danach können wir nochmal eine Runde laufen. Jedes Mal, wenn die Mine da kein Dings liegen hat, denke ich mir, oh Gott, die ist leer. Nicht schon, nicht noch eine. Produktion abgeschlossen. Oh, hier haben wir auf jeden Fall nochmal Gegner, das wissen wir. Und ich glaube, da muss ich auch durch. Produktion abgeschlossen. So. Machen wir die schon mal in den Sammel-Eck rein. Abgeschlossen.